Erste wichtigste Vorbereitung: Man muss sich einen guten Platz aussuchen, dort, wo man beten wird. Man kann auch zu Hause beten, da fühlt man sich am wohlsten, aber unsere Weisen sagen, Entfilatoshel Adam, die Schmat Elabe Betakneset, das Gebet wird erhört in der Synagoge am meisten. Und dort, wo es eine Gemeinschaft gibt, eine Gemeinde. Okay, was muss man schauen bei der Synagoge? Wie angenehm die Stühle sind, wie hoch die Preise sind bei den Versteigerungen von der Mitzvot, wie das Licht. Das muss man schauen? Nein, das nicht. Sondern zwei wichtigste Sachen, die man schauen muss in dem Platz, wo man beten wird, eigentlich über das ganze Jahr lang sollte man auf diese zwei Sachen schauen. Zumindest an den hohen Feiertagen. Erstens, dass es gibt dort einen guten, passenden Vorbeter und einen guten, passenden Toker, der mit dem Shofar bläst. Ja? Denn der Vorbeter ist jemand, der, so wie unser Anwalt, so wie unser Fürsprecher, also er redet für uns, also jeder betet alleine, aber er ist der Vorsprecher, Schutzsprecher gab es damals, ja, kennst du das noch? Und also er ist unser Fürsprecher, er redet für uns. Und jetzt, stell dir vor, jetzt wenn jemand kommt vor dem König zum Gericht, er sagt, okay, ich nehme einen Anwalt, kein Problem, und jetzt, der Anwalt, wer ist der Anwalt? Das ist derjenige, der den König betrogen hat und ihm sehr, sehr verletzt hat. Wie wird jetzt der König auf diesen Anwalt hören? Schon von Anfang an, er ist schuldig. Okay, was willst du jetzt sagen? Dasselbe. Wenn der Vorbeter kommt, er muss auch jemand sein, der Gott nicht allzu verletzt hat. Und jetzt, es gibt keinen hundertprozentigen. Wir sind alle Menschen, jeder hat Plusse, Minusse, Sünden, Mitzvot. Aber der Shulchan Aruch, er hat uns gegeben eine kleine Liste, eine Liste mit Punkten, auf die man achten soll. Ich werde kurz vorlesen, damit wir wissen, worauf man achten soll. Shaliach Zibur, Tzarich Sheye Hagun, er muss anständig sein. Das heißt, es genügt nicht nur, dass er eine Kippa auf dem Kopf hat und schön laut singen kann. Er muss anständig sein. Ein anständiger Typ, das heißt, weiter. Was bedeutet anständig? Rekan Me'avirot, er muss leer von Sünden sein. Es gibt Leute, die weiterhin sündigen, die können, wir werden gleich auch einige Beispiele bringen. Er darf keinen schlechten Ruf bei den Menschen haben, auch nicht als er klein war. Ah, er ist ein Gauner, den kennen alle. Ah, er, der keinen schlechten Ruf haben. Auch wenn manchmal, jeder von euch kennt das, es gibt manchmal Leute, die haben einen schlechten Ruf, obwohl sie manchmal auch gar nichts gemacht haben. Auch sowas gibt es. Aber er hat schon einen schlechten Ruf bekommen. Auf Hebräischen gibt es en ashan bliesh. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Das heißt, ja, okay, es gibt keine Beweise, dass er schuldig ist und niemand weiß, was er gemacht hat. Aber trotzdem, er hat einen schlechten Ruf. Wir lieben ihn, wir respektieren ihn, er ist ein guter Freund von uns. Aber Vorbeter, such lieber jemand anderen. Dann muss er sein bescheiden. Anna, nicht so kommen wie ein Pituch, sondern bescheiden. Dann, Meruzella Kahal, die Gemeinde, er ist erwünscht bei der Gemeinde. Umavir al-Midotav, jemand, der nachgibt. Dann kommt auch Vekolo Arev, das auch eine gute Stimme hat. Nicht Kolo Arev, sondern Kolo Arev, eine gute Stimme. Veragili Kroba Torah bei den Ubaktubim, jemand, der sich auch immer mit der Torah beschäftigt, immer Torah lernt. Vezarich Shetiele Shomot Zahale Vatel Kola Utiot Ketiknan, er muss auch alle Buchstaben richtig aussprechen können. Ja? Zum Beispiel, wir haben den Unterschied zwischen Het und Chaf. Ja? Und da gibt es manchmal, wo du, wir sagen zum Beispiel, Kilo Halu Rahamecha. Lo Chalu, was ist Chalu? Deine Erbarmen sind nicht beendet. Chalu. Und wenn wir sagen Halu mit Het, wir haben noch nicht angefangen. Das ist genau das Gegenteil. Ja? Het und Chaf, er muss es richtig aussprechen können. Ja? Dann,
Ein Aleph und Hey. Auch da, diese Buchstaben, das ist unterscheidend. Unterscheidet, ja. Dann Kuf und Kaf. Ja, Te. Ja. Kuf und Kaf sind Unterschiede. Kiviti oder Kiviti, ja. Was ist Kiviti? Wir schreiben es mit Kaf. Ja. Kiviti, das heißt verbrannt. Und Kiviti mit Kuf ist ich hoffe. Das sind, wenn du sagst Kiviti Hashem, was ist, wenn du sagst Kiviti Hashem, muss man sagen, wenn du sagst Kiviti Hashem, das heißt, verbrenne Hashem Shalom, ja. Obwohl du, aber das, was du aussprichst, hat nach keinen Einfluss. Du betest jetzt vor Gott. Das müssen, sollten wir eigentlich alle für unsere Gebete lernen. Aber zumindest der Vorbeter. Zumindest der Vorbeter, er ist derjenige, der jetzt vor uns antritt, vor Hashem, und er spricht die Chazarat HaShliach Tzibur, die Wiederholung des Gebetes. Deswegen muss man darauf aufpassen. Jemand, der ständig Sünden begeht, zum Beispiel jemand, der sich rasiert mit einer Messerklinge. Das ist seitens der Tora verboten für die Männer. Ja. Ist es verboten, mit einer Messerklinge sich zu rasieren? Jemand, der rasiert mit einer Messerklinge, er kann kein Vorbeter sein. Ja. Und jetzt bei den Vorbetern, ich muss das auch noch erwähnen, es gibt da mehrere Stufen. Es gibt jemand, der ab und zu ein Vorbeter ist. Er hat eine Jahreszeit von seinem Vater, er will als Vorbeter antreten. Dann gibt es eine höhere Stufe, auch da muss man aufpassen. Dann gibt es eine höhere Stufe, dass wenn jemand ein fixer Vorbeter ist, oh, da muss man schon aufpassen, er ist ein fixer Vorbeter in der Synagoge, das heißt, er muss noch anständiger und noch mehr Punkte erfüllt haben. Dann gibt es die höchste Stufe, das ist nachher der Vorbeter für die hohen Feiertage. Weil das sind nachher die entscheidendsten Tage. Da muss man wirklich den Allerbesten aussuchen. Ja? Und bei solchen Sachen, oder wenn jemand nicht Schabbat hält, mit vollem Respekt, wir lieben ihn und wir haben Verständnis mit ihm, aber er kann in diesen Tagen auch nicht nur das. Sogar als ein Vorbeter, ein Ab- und Zu-Vorbeter, kann er nicht vorbeten. Ja, das ist von deinem Vater, kann man nichts machen. Wenn du nicht Schabbat hältst, wie kannst du Vorbeter sein? Du bringst die ganze Gemeinde nachher in Schwierigkeiten. Du bringst die ganze Gemeinde nachher in Gefahr. Die Gebete werden nicht erhört. Und Chas v'Shalom, es kann das Gegenteil nachher kommen. Ja? Oder wenn ein Vorbeter jemand anderen in einem nicht-jüdischen Gericht außerhalb vom Bedin angeklagt hat, auch da, wir wissen, wenn jemand seinen Freund in einem nicht-jüdischen Gericht außerhalb vom Bedin, muss nicht jüdisch, auch jüdisch, aber außerhalb vom Bedin anklagt, er, die unsere Weisen sagen, kemerim yado betorat Moshe, als ob er seine Hand gegen Torat Moshe erhoben hat. Also, das heißt, es ist strengstens verboten. Ja? Aber was soll man da machen? Bedin. Es gibt ein Bedin, du kannst zum Rabbiner kommen und ihn beim Rabbiner anklagen. Aber es gibt manche, die sagen, ich pfeife auf die Rabbiner, ich komme nicht hin. In so einem Fall, dann bekommt er vom Bedin, bekommt er nachher ein Schreiben, dass dieser Ploni, das heißt Messarim, er will nicht kommen zum Bedin. Und nachher Bedin gibt ihm die Erlaubnis, weil wir nicht die Macht haben, gibt ihm die Erlaubnis, in einem Gericht anzuklagen. Das ist, man kann, aber es muss eine gewisse eine Ordnung geben. Einfach so anklagen darf man nicht. Man muss gehen zum Rabbiner, zum Schlichten. Nicht zum Gericht. Ja? Jetzt, wenn die Gabaim, der Rav ist dafür zuständig und der Rabbiner muss sagen, stopp, er kann vorbeten, er kann nicht vorbeten, aber nicht immer hört man auf den Rav. Manchmal die Gabaim sagen, okay, nein, wir wollen ihm, er hat so eine Stimme, das ist Chavalas Mann, wir wollen genießen einen Feiertag. Ja, in so einem Fall sagen unsere Weisen, bete lieber zu Hause alleine, anstatt zu kommen dort, wo es gibt einen Vorbeter, der Gott ärgert. Obwohl, wie gesagt, die Stimme, aber da sollte jeder, es kommt darauf an, wo und was da ist, da sollte jeder seinen eigenen Rabbiner fragen und je Situation ist es anders, muss man immer, sollte man den Rabbiner fragen. Wiederum, es ist wichtig, die schöne Stimme, die Melodien, die man es ist auch wichtig, aber
es ist nicht das Wichtigste. Ja? Also es gab einmal, habe ich damals schon erzählt, es gab einmal einen Vorbeter Hasan, der den Gabai sehr verletzt hat. Am Freitagabend, man endet das Gebet. Nach dem Gebet kommt der Hasan und schreit an und sagt, wisst ihr, unser Gabai, er ist ein Dieb, ein Nafirist, ein das und das und das. Und geht runter. Alle staunen jetzt. Der Gabai war geschockt. Was habe ich dir gemacht? Warum beleidigst du mich? Er geht. So, der Gabai klagt ihm an beim Rabbiner. Rabbiner ruft ihn zu sich und sagt ihm, du, was war das? Sagt er, ja, aber das darfst du nicht machen. Okay, es tut mir leid. Was, es tut mir leid. Du hast vor allen mich beleidigt. Ich will, dass du dich vor allen entschuldigst und sagst, dass du es nicht weißt. Nächste Woche, ich werde das machen. Nächste Woche, das Gebet wieder. Arvid von Shabbat. Igdal Elohim Chai. Kommt der Vorbeter, der Chazan, und sagt, Morai Rabotai, ich muss euch dringend unbedingt etwas sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass der Gabai ein Dieb ist, dass er ein das ist und jenes und jenes. Und dann sagt er, habe ich gelogen? Habe ich was Falsches gesagt? Und geht runter. Sagt er, Moment, geht wieder zum Rabbiner. Klagt ihn wieder beim Rabbiner an. Sagt er, was hast du gemacht? Er sagt, sie haben mir gesagt, was zu sagen und genau das habe ich gesagt. Sie haben gesagt, ich soll sagen, das, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, ich habe gelogen, ich habe es falsch gesagt. Sagt er, ja, aber nicht so habe ich es gemeint. Sagt der Kvod Rav, mit dem Text entscheiden Sie. Die Melodie, ich bin Chazan, die Melodie entscheide ich. Ja. Aber so soll es nicht werden. Das heißt, die Melodie ist wichtig, aber es gibt noch Wichtiges. Stopp.